könnte auch sagen, sei aus der Praxis. Motivation für uns, für den Zivildienst, das Instrument Dialog oder die Möglichkeiten. Haben wir schon gemacht, oder? Muss ich mich nochmal vorstellen? Ich kann mich schon nochmal vorstellen, aber ich bin nicht so wichtig, dass es zweimal sein muss. Also, jetzt hat mich jemand rausgebracht. Die Motivation, den Dialog das als Instrument einzusetzen, kam aus einer bestimmten Problemstellung heraus im Projekt. Also wir hatten das große Bedürfnis, dass wir zwischen der Publikation und der Offerte, wenn sie reinkommt, mit den Anbietern, mit ausgewählten Anbietern sprechen können. Das ist halt nicht dasselbe, wie wenn man über das Frageforum Fragen austauscht. Oder? Das können dort 80 Fragen sein, 200 Fragen sein. Es ist dort immer so, die Anbieter stellen die Frage, wir antworten. Und wenn man dann mal bei der 80. Frage war, bei der Beantwortung, hat man das Gefühl, ich würde gerne mal auch etwas fragen. Und das wäre dann schon der Dialog und eben die normalen Verfahren, offenes oder selektives Verfahren, haben diese Möglichkeit nicht, aber der Artikel 26 ermöglicht dann diese Möglichkeit. Und dann kann man eben im Bereich der Lösungsentwicklung und eben auch der Projektabwicklung, das war uns auch wichtig, Aspekte aufgreifen, die dann ausdiskutieren. Was mir wichtig war, dass die Anbieter das in den Offerten, weil wir einen Werkvertrag machen wollten, oder? Dass sie das wirklich berücksichtigen können. Ich komme dann auf ein paar Aspekte, die ich aufgeführt habe, die bei uns im Zentrum standen, zu sprechen. Wir hatten zum Beispiel große Probleme mit der Abschätzung, wie komplex ist das Projekt, wie komplex ist das System. Wir wissen, die werden unterschätzt. Dann wird ein Werkvertrag gemacht von 2,5 Millionen und am Ende kostet es dann 5, oder? Und das war natürlich auch ein zentrales Problem, das man mit Dialogen angehen kann. Das Verfahren ist einfach besser unter bestimmten Voraussetzungen, ist aber nicht immer zweckmäßig, möchte ich hier auch sagen. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, für uns war es ein ehrgeiziges Projekt, ist halt auch relativ. Das kommt darauf an, wie leistungsfähig eine Organisation ist. Der Zivildienst ist nicht so wahnsinnig groß und hat auch nicht so viele IT-Reserven, also Ressourcen. Das heißt, für uns war es ein ehrgeiziges Projekt. Dann, was mir noch wichtig war, weil ich mal ein IT-Leistungsbringer geleitet habe, ich wollte den wirklich positionieren, weil es sind eben drei Partner, wenn man mit dem Bund arbeitet, das Amt, die Beschaffungsstelle, die Bedarfsstelle, die den Auftrag erteilt, die das Ganze finanzieren muss oder die Finanzen organisieren muss, aber eben auch die IT-Leistungserbringer wie BIT oder ISC, EOPD, ISC, WBF etc., die integrieren diese Lösungen und die betreiben es nachher und die sollten eigentlich sich positionieren können im Rahmen des Beschaffungsverfahrens. War mir sehr wichtig. Dann wollte ich eben über gewisse Aspekte der Lösung sprechen. Wir hatten die Idee, dass wir mit der Lösung einen höheren Automatisierungsgrad erreichen können wollen, als man das so kennt. Also mit der Template-Engine, Rule-Engine und Prozess-Engine. Und das wollten wir wirklich besprechen. Wir wollten wirklich die Lieferanten hören und spüren, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Es ging auch darum, um Ideen zu verifizieren. Chancen. Partnerschaft, denke ich, ist wichtig. Gerade jetzt, wo wir vor der Einführung stehen, wenn man da Probleme hat, dann tragen eben Partnerschaften. Man steht füreinander ein. Man muss nicht als gesamter Rechtleiter Überzeit diktieren, sondern man hält zusammen. Ich denke, Partnerschaft ist wichtig in den Projekten, sei es anbieterseitig oder nachfrageseitig. Es sind halt überall Menschen. Und auch die Firmen, die Partner haben verschiedene Interessen, sie sollten sie auch vertreten können, aber es sollte in einer ausgewogenen Art und Weise sein. Es ist eben schlimm, wenn man dann Vertragspartei ist und dann vielleicht das vor Gericht regeln müsste. Eben frühzeitig Behandlung von der Projekt- und Systemkomplexität. Im alten Hermes war das noch so unter kritische Teilsysteme untersuchen. Das haben wir gemacht, wir haben darüber gesprochen, uns ausgetauscht, wo wir die kritischen Teilsysteme sehen, haben wir dann auch dann verifiziert, was wir dann nach dem Vertragsabschluss im Rahmen eines Proof of Concept untersuchen wollen, bevor wir dann so richtig starten. Das haben wir im Rahmen des Dialoges gemacht. Frühzeitige Behandlung, Erörterung der Arbeitsteilung, denke ich, ist sehr wichtig, dass alle Partner, sowohl die Bedarfsstelle, der Lieferant wie auch der IT-Leistungsbringer wissen, was ist mein Job, wo habe ich Ausführungsverantwortung, wo habe ich Mitwirkungspflichten.
denke, das ist wichtig und das sollte man nicht einfach so by the way im Vertrag noch ein wenig beschreiben, sondern wirklich exakt festhalten. Und voraus gut diskutieren und dazu kann man einen Dialog dann auch benutzen. Risiken hat es auch, so der Informationsgleichstand. Sie müssen sich vorstellen, man hat schon mit den allen Lieferanten dasselbe Programm, das man durchgeht, aber natürlich sind nicht immer genau dieselben Voten, die auch von unserer Seite gemacht werden. Es ist ganz wichtig, wenn Fragestellungen, die von den Lieferanten kommen, die man dann beantwortet, müssen wirklich genau protokolliert sein und die muss man den anderen Lieferanten natürlich nachher nach einer Dialogrunde auch bekannt machen. Das ist also wie bei der Fragerunde. Alle Lieferanten stellen Fragen, die werden zusammengefasst, die sind für den Bedarfsstelle anonym. Wir geben die Antworten und alle Lieferanten bekommen alle Antworten und alle Fragen. Das heißt, es ist dann völlig offen. Auch diesen Informationsgleichstand muss man im Dialog weiterführen. Dann Urheberrechte. Da fragt man ja dann als Bedarfsstelle, wie ist das mit dem und dem? Und wenn man so im Dialog ist und ein gutes Klima herrscht, dann werden auch vertrauliche, also werden auch Informationen ausgetauscht, die im Urheberrechtsbereich als urheberrechtlich problematisch sein können. Die darf man natürlich dann nicht einfach irgendwie dann mit einem anderen Partner benutzen oder zum Beispiel einem anderen Partner mitteilen. Also da muss man auch vorsichtig sein. Vertraulichkeit, eben wenn man Dialog führt und sich menschlich gut begegnet, dann kommt Vertrauen auf in dreimal und dann werden auch schon mal Informationen ausgetauscht. Die müssen auch entsprechend behandelt werden. Gut, man kann das dann entsprechend, die Leute, die dabei sind, auch noch, sollte man darauf sensibilisieren, habe ich gemacht, und dann kann man noch eine Vereinbarung unterschreiben lassen, dass es dann nicht zu Problemen kommt. Dann die richtigen Leute am Tisch. Das ist sowohl bedarfsseitig, also vom Bedarfsteller wie auch vom Lieferanten her wichtig, also muss ich gut Gedanken machen, welche Leute will ich am Tisch haben für den Dialog. Also es sollten sicher mal Schlüsselpersonen sein, die in Projekten tätig sind, aber auch sich selber. Und wir haben da noch ein Stichwort Protokollführer. Wir hatten das Glück, eine Person zu haben, die konnte wirklich Protokolle so schreiben, dass sie ungefähr, ich übertreibe nicht, 20 Minuten bis eine halbe Stunde nach dem Dialog war das Protokoll fertig. Wir konnten es zusammen anschauen und unterschreiben. Das ist natürlich hervorragend. Es wird dann mühsam, wenn natürlich kein Protokoll da ist und dann irgendwo Tage später unterschrieben würde. Das ist natürlich wichtig, dass eine Person, man sollte also den Protokollführer, die Protokollführerin, die Möglichkeiten und die Fähigkeiten von dieser Person nicht unterschätzen, weil da kann man am gleichen Tag, eine halbe Stunde nach dem Dialog, kann man den Dialog vollständig abschließen und das Protokoll kann man reproduzieren und verteilen. Am anderen Tag ist alles schon klar. Das ist noch ziemlich wichtig. Beschleunigt das Verfahren auch. Vereinbarte Leistungen im Dialog, der Dialogvereinbarung ist ein Vertrag, ist aufgebaut wie ein Auftrag. Also da ist natürlich nicht gemeint, dass einfach nur die Anbieter sich, die Lieferanten sich halten müssen. Alle Parteien müssen sich daran halten. Also für mich war es eine relativ große Herausforderung, immer wieder die Zeiten einzuhalten, dass ich die Lieferanten mit im Anschluss an den Dialog mit den Informationen bedienen konnte, damit sie auch im Prozess weiterfahren können. Aufwand nutzen. Ich habe nicht genaue Zahlen von den Lieferanten, aber wir haben ja etwas bezahlt, wir haben einen Betrag bezahlt und einige Anbieter haben mir ein wenig mehr Informationen gegeben als nur gerade diese Aufwände, die sie verrechnen konnten. Und in unserem Fall waren es ungefähr 300 bis 400 Stunden. Es gab da während des Dialogs auch Tätigkeiten, die habe ich nicht zum Dialog gezählt, weil das wären auch Tätigkeiten gewesen, die der Anbieter auch in einem Verfahren ohne Dialog hätte leisten müssen. Dafür haben wir auch keine Abgeltung gemacht. Ich habe geschätzt jetzt in unserem Verfahren, dass es etwa 300 bis 400 Stunden waren pro Anbieter für unseren Dialog. Anbieter waren es 3. Da kann man ausrechnen ungefähr, was da die Wirtschaft aufgewendet hat für das Dialogverfahren. Beschaffungs- und Bedarfsstelle, das wären wir als Zivi und das BBL, habe ich ca. 450 Stunden ermittelt. Und der Rest, die Leistungserbringer, das wäre unser zukünftiger Betreiber des Systems, etwa 100 Stunden. Nutzen,
Man kann natürlich je nach Ausgestaltung des Dialogs kann man natürlich mehr Sicherheit gewinnen hinsichtlich der Lösungsentwicklung. Also eben, wo sind die kritischen Teilsysteme etc. Und auch, was ist machbar, was ist nicht machbar. Eben gesagt, frühzeitiger Aufbau der Vertragspartnerschaft. Also wir haben das noch unterstützt, Herr Berger, Mark hat es gesagt, indem wir dann eigentlich einen praktisch unseren fertigen Vertragsentwurf schon mal auch im Dialog eingebracht haben. Sie konnte schon im Rahmen des Dialoges diesen Vertrag kommentieren. Das ist schon eine quasi so eine Aktion, den ersten Schritt zu den Vertragsverhandlungen. Und wenn man die richtigen Aspekte bewirtschaftet, dann ist natürlich auch bereits eine Vorinvestition ins Projekt. Natürlich macht man es mit zwei Lieferanten, die man später nicht zusammenarbeiten wird, aber wenn man mit eben, man hat aber auch dann von drei Lieferanten für gewisse Dinge drei Erfahrungen, das heißt, man kann das dann später auch verwenden, um mit dem gewählten Vertragspartner weiterzugehen. Da sind noch Verweise, die Gesetze kennt man, die Publikation, Leitfaden, öffentliche Beschaffung, die kann ich nur empfehlen, die sieht so aus. Ja, und damit wäre ich eigentlich schon am Ende. Vielen Dank.